Hallo Leute, weiter geht's. Im Boost ist der Gusua mit einem zweiten Account, den ich noch nie geboostet habe, muss ich dazu sagen, bin ich der Meinung. Ihr könnt mich gerne berichtigen, wenn es anders wäre, aber ich glaube nicht. Und zwar geht's halt wirklich darum, klar, ich gebe Gems aus, um Gems zu bekommen. Und zwar will ich halt Kristall erreichen. Und in der letzten Folge habe ich ja schon ein bisschen was gemacht. Ein bisschen. Und an meiner Base rumgeschraubt, wird jetzt weitergehen, dass ich da... Holy moly. Oh, und er ist schön am Farmen, das ist nice. Er ist ganz nett zu mir, hoffe ich. Ja, er ist nett zu mir. Das mag ich sehr. Gucken wir nochmal. Kann man irgendwo noch was kriegen? Nee, nee, nee. Das ist hier wirklich... einfach nur rausgeschmissenes Geld. Da komme ich nicht ansatzweise ran. Das ist Blödsinn. Also nicht Geld, sondern Elixier halt und Zeit natürlich auch. Und das ist es nicht wert. Was kriege ich jetzt Bonus? Bestimmt 4000 oder sowas. Wenn ich nicht ganz falsch liege. Yeah, 4000, juhu. Ja, bringt mir natürlich jetzt noch gar nichts. Also das ist natürlich total lame. Aber wie gesagt, hochgehen. Und dabei vielleicht sogar noch, na, das könnte Trap-mäßig sein hier. Das könnte richtig schön was zum Trollen sein. Aber den ist er gerade am Bauen. So viel Teslas kann er nicht haben. Und der Loot ist nicht so schlecht. Aber ich komme ja nicht rein. Nee, 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 nee. Weil hätte ich jetzt gesehen, dass ich reinkomme, hätte ich noch gesagt, gut, okay, komm, dann knall ich ihn noch weg. Aber wenn ich dann nur das Rathaus geballert habe, nee, das reicht mir nicht. Auch typisch Troll, da, nee, 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 nee. Das ist mir zu, wie gesagt, Rathaus schön draußen, da kann ich rangehen. Aber alles andere ist mir jetzt ein bisschen zu schwierig, besonders weil die Truppen halt nicht dementsprechend sind, ganz klar. Das hier ist doch in Ordnung. Und da könnte man dann nochmal gucken. Leicht. Oh, der King ist sogar schon wieder fertig. Mal gucken. Da mal vorsichtig anstupsen hier. Und dann einfach mal gucken hier. Kommt, nur rennt da bitte hin. So, 256 haben wir. Oh, da kommt was. Es ist nicht die Masse, klar. Aber es kommt ein bisschen was zusammen. Wenn ich 50 Dunkles mache, ist es schön. Genau, waren 50 Dunkles. Die ich gewonnen habe hier, einfach mal so. Na, dann hauen wir die hier noch rein. Zack, 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 zack. Und dann als Ablenkung dann noch ein bisschen. Also beziehungsweise während der Ablenkung. Klar, hier ist der Magierturm, der haut gleich richtig rein. Aber der ist weg, ja, das passt. Oder? Ach, kommt, Leute. Ja, da kann man ja dann auch nicht so wirklich aufhören, ne? Das kennt ihr doch auch, oder? Zack, weiter geht's. Los, wir haben da keine Zeit. Aber wir haben 100 mitgenommen. Das rechne mal 10, bist du wieder bei 1000. Ich meine, der King kostet jetzt noch nicht viel. Der ist jetzt irgendwie 22 oder sowas, 22,5. Naja, ist jetzt nicht so die Masse. Und wenn man jedes Mal wieder ein bisschen was mitnimmt. Wie gesagt, das Alex brauche ich effektiv in Anführungsstrichen. Klar, ich muss natürlich jeden noch machen, logisch. Was bin ich denn überhaupt gerade? Bin ich gerade am... Achso, ich habe gerade das Labor abgegradet, genau. Dass ich dann wieder neue Sachen erforschen kann. Oh, ich sehe gerade meine Spells. Muss ich noch reinballern? So. Gucken wir mal, sind wir wieder voll? Ja, fast. Dann warte ich noch ganz kurz. Und dann geht es mit dem Base-Layout auch wieder weiter, wenn es wieder ein bisschen mehr... Ah, okay, okay, das darf ich nicht vergessen. Ich muss erstmal 180k klar machen fürs Upgrade. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, das stimmt. Logischerweise, das war ja dieser Sprung, warum man eben im Rathaus 7 nicht mehr den King höher ziehen kann. Muss man dran denken, dass man dann auch genug Alex da hat. Ja, dann wird es heute wohl darauf hinauslaufen, das Alex klar zu machen. Dass ich dann auch wirklich wieder weitergehen kann. Weil sonst bringt es ja nichts.
Ich meine, klar, ich könnte jetzt sagen, gut, okay, ich fange jetzt an, hier meine dunklen Truppen rauszuballern, also beziehungsweise zu verbessern. Bloß das, denke ich mal, werde ich wirklich bis zum Ende machen. Ich will erstmal mit dem King wieder schön auf 10 hochgehen. Ja, das sieht doch gut aus. Das sieht doch nach einem. Wo hat er? Da unten hat das. Wo bist du? Und dafür ist der King halt erste Sahne. Zack, kannst du schon mal richtig was mitmachen. Das ist was, was läuft. Ansonsten, ihr werdet euch bestimmt auch fragen, oh, naja, warum hast du noch nichts zum Update gezeigt? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich muss das wirklich mal sagen. Das ist eine super tolle Sache mit den Updates. Ist es wirklich, gar keine Frage. Aber wenn ich dann der 10. YouTuber bin, der mit einem Update anfängt, also mit einem Sneak Peek und wie auch immer, finde ich das irgendwo ein bisschen Quatsch. Also wie seht ihr das? Also ist doch wirklich so, oder? Also ich meine, man kriegt die Info einmal und wenn ihr jetzt nochmal in diesem Video von dem einen die geklauten Bilder, sage ich jetzt mal, seht, weil klar, die kriegt man natürlich nur von einer Quelle fertig und die habt ihr alle schon gesehen und ihr wisst alle, dass es ein Drache Level 5 geben wird und ihr wisst, dass es einen Poison Spell gibt und so weiter und so fort. Da sehe ich irgendwo dann nicht den Sinn drin, weil das macht dann irgendwo den Eindruck so, oh ja, hier, jetzt macht's der Gusua nach. Also, wenn man wirklich, ich sage jetzt mal, was weiß ich, man war, es hat sich bei mir so ergeben, sage ich mal, dass ich jetzt, dass es gerade auf Montag fällt und das Update kommt, was weiß ich, 14 Uhr raus oder sowas. Und ich bin gerade fertig mit der Arbeit oder sowas und kann dann loslegen und sagen, hier, guck mal, das ist neu, das ist neu, das ist neu. Richtig, sowas ist cool, weil ihr dann neue Infos habt, ihr seid eventuell noch in der Schule, kann ja sein, wie auch immer, und seht dann was ihr noch nicht gesehen habt. Aber ganz ehrlich, was soll ich denn euch erzählen, was ihr schon auf 5 anderen Channels gesehen habt? Das muss nicht sein, meiner Meinung nach. So, wollen wir hier noch was? Nö, wollen wir nicht. Ja, das ist doch nett. Oh, hier und hier auch wieder. Oh, schönes Dunkle. Und hier natürlich gucken, klar, Minenwerfer, logisch. Und eventuell auch irgendwo irgendwelche Minen. Ja, da nur eine kleine Minibombe, das ist nicht weiter wild. Hau ich da meinen King rein? Oh, nee, ich glaube nicht. Ich nutze sogar noch die Chance und bin mal richtig dreist und sage, komm, Goblin Attack. Und dann hier sogar noch rein. Ah, kriegen wir das Dunkle noch? Das wäre natürlich mir. Ich meine, ich habe den King noch. Da bin ich ja dann auch keine Pfeife. Dann kann man auch richtig einmal hier den Lootgott spielen und probieren, da reinzukommen. Das wäre natürlich mega nice. Ey, läuft. Läuft, Junge, läuft. Richtig cool, Dunkles am Start. Dann müsste das 100% vom Dunklen geben, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege, weil ich habe Sammler, Sammler. Ich habe die Bohrer und, ja genau, richtig, einwandfrei. Top, die Watte quillt. Klar, man hätte jetzt noch 50% machen können, zumal es richtig viele Pokis gab. Dafür möchte ich mich jetzt auch persönlich ein bisschen schlagen. Aber gut, so ist das halt. Sobald ich auf Gold komme, gibt es auch gleich wieder ein bisschen was mehr. Dann gucken wir jetzt wieder. Also, wie gesagt, ihr seht es wirklich schön update-mäßig. Hier geht es jetzt voran. So, so weit waren wir. Das ist auch gar nicht so verkehrt, dass man das in mehreren Steps macht. Ja, Tesla kommt. Ah, nee, da nicht. Lieber da rein. Dann kann ich hier nochmal zumachen. Wieder einzelne Kästchen. Ihr wisst es ja. Ich bin ja so ein Kastenfreund. Ja, das sollte passen. So, dann hauen wir hier mal rein und ran und. Oh ne, die Kanone jetzt nicht einzeln unbedingt. So, dahin. Dann hierhin. Das hat nicht so. Genau, so. Zack. Genau. Weiter geht's. Da haben wir sozusagen auf jeden Fall noch amtlich Platz. Und ich merke, langsam wird es mit einem Mauern und sowas ein bisschen mau, aber kriegen wir da alles hin. Gucken wir mal hier. So, passt das auch.
Und dann, wenn möglich, können wir da ein bisschen was. Ja, hier können wir ein bisschen was sparen. Da auch noch ein. Nee, da brauchen wir nicht, aber. Es war klar, dass er die Reihe nimmt. Es war klar. Nehmen wir es so. Zack. Haben wir wieder ein bisschen was gespart. 5. Tesla. Ja, Tesla hauen wir. Hier rein. So gedreht. Passt. Jetzt brauchen wir noch eine. Und die kriegen wir irgendwo her. Irgendwo haben wir doch garantiert Mist gebaut. Ja. Und zwar nehmen wir die raus und die knallen wir dahin und da haben wir sogar noch zwei weniger. Dann kommt die dahin. Das Zeug lasse ich außen stehen. Da tut. Ah! Ich habe ja vergessen. Ich habe ja. Jetzt habe ich das so probiert. Jetzt fällt mir ein, ich habe ja noch 50 andere Mauern auf Level 1. Die habe ich ja ebenfalls noch. Na okay, soll aber nicht stören. Dann kommen wir dahin. So, wo sind die Mauern? Da. Ah, das ist natürlich ziemlich geil. Dann kann man immer noch mal rumbauen, obwohl meine Base eigentlich soweit fertig ist. Ich möchte speichern. Ah, das ist cool. Das ist cool. Bazinga, Junge, Bazinga. Boah, die sind echt lahm mit den drei. So. Ich würde gerne noch, wenn wir jetzt. Ja, doch, wir haben die Zeit noch. Ich würde gerne noch mal einen Angriff. Mal gucken, was hier noch einer. Wollte nur das Dunkle. Gucken wir mal rein. Weil das soll es ja auch wieder geben, klar. Wenn ich aber sehe, ich wollte nur das Dunkle und habe aber alleine die Schweinereiter schon achtmal am Start, da kriege ich Bedenken. So von wegen, lohnt sich das? Da bin ich jetzt echt gespannt. Weil das ist so eine Sache, wo ich sage, das kann sich eigentlich nicht lohnen. Also ja, also jetzt sind die Goblins gleich drinne, dann sollte das passen im inneren Kreis. Und jetzt wird das Dunkle klar gemacht. So. Okay, aber wie gesagt, das ist eine Milchmädchenrechnung. Und da, das ist eben der Fehler, den ich eben am Anfang auch ganz, ganz oft gemacht habe. Hab mir durchgerechnet, ja, cool. So, und jetzt gucken wir mal. Wir haben 503 Dunkles bekommen. Lasst das doch einfach mal kurz vom Gusor analysieren. Acht mal vier sind 32, 320. 320. Nee, ganz ehrlich, das hat sich nicht gelohnt. Ganz, muss ich sagen, also das hätte sich für mich nicht gelohnt. Da hätte ich gesagt, gut, okay, nö, das war ein Ding für die Tonne. So, hier Truppen noch reinballern. Ja, den hätte ich fürs Dunkle einfach nicht angegriffen. Fertig. So, jetzt gucken wir mal, wie gesagt, mit Juwelen. Mit dem Elixier. Hier auch. Da kann man einen Blitz setzen, okay. Aber auch beim Blitz bei 500 weiß ich nicht. Und das hat man wenigstens kein Dunkles verballert. Das ist meine Meinung dazu. Gar nicht. Ja, wie gesagt, jetzt noch ein paar Taunen draußen. Das wäre ziemlich geil. Ja, cool. Der ist doch garantiert. Jo, läuft. Und dann sogar noch hier. Dann sogar noch ein hierauf. Mal gucken. 100, 150 müssten das werden, würde ich jetzt denken. Weil so ganz wenig bringt der Blitz ja dann gar nicht so. Weil ich dachte am Anfang, oh, naja, Level 4. Aber Level 4, das ist ja schon einiges. Sind wir mal ehrlich. So, nun mach hinne hier.
Wir haben noch keine Zeit. Wisst ihr doch selber. Ist doch mal so. Ich will noch einen Angriff zeigen hier. Zack, zack. 190. 190 Dunklus, immerhin. Klar, was ich an Alex rausgehauen habe, dafür muss man auch sagen. Aber ihr wisst selber, wenn man das Dunkle schon mal hat, dann hat man das schon mal. Klar, man kann jetzt auch nicht sagen, was man hat, kann einem keiner nehmen. Das ist auch falsch. Weil das kann hier ganz oft schnell und schnell genommen werden. Bloß wenn ich jetzt nochmal irgendwo einen habe, der jetzt wirklich ein inaktiver Farmer war. Und das wäre natürlich auch ziemlich cool. Dann hat man schon mal wieder seinen Alex drinne. Und das passiert halt beim D-Alex relativ selten, dass du sagst, gut, okay, komm, volle Bohrer, cool, schlage ich zu. Nee. Ich habe jetzt gerade überlegt, wenn ich jetzt wirklich mega viel Pokis bekommen hätte, hätte ich gesagt, gut, okay, komm, können wir uns gönnen, aber das lohnt sich nicht. Ja, den können wir vorsichtig. Ich denke, hier wird nicht so viel stehen. So, zack. Auf den Bogiturm achte ich jetzt nicht wirklich. Und ich will den King auch gar nicht jetzt drinne haben. Passt. Jo, klappt. Einwandfrei. Nächstes Mal geht's weiter. Bis dann. Ciao.